Gut, ich kann sie probieren, so lange aufzuhalten, wie es geht. Eins, zwei, drei. Okay, awesome. Dann schaue ich mal, kann ich hier irgendwie einen schönen Turn hinbekommen mit meinen Turnrate-Addons? Nice. Die Turnrate-Addons sind wirklich Gold wert. Okay, sie guckt nach hinten. Die ist natürlich nicht stupid. Denkt man erstmal vielleicht. Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin wieder da nach, ich glaube, über einem Monat. Leider war ich die ganze Zeit entweder krank oder mein Internet hat nicht funktioniert, denn leider habe ich derzeit ziemlich starke Internetprobleme, die immer noch nicht behoben sind, aber ich hoffe, dass sie es zumindest in den nächsten Wochen sein werden. Heute werden wir Pinhead spielen, beziehungsweise Chatterer, mit dem, folgenden Perk-Bild. Und zwar haben wir dabei Make Your Choice, Scorchhook Pain Resonance, Scorchhook Floods of Rage und Lethal Pursuit, um die Aura zu verlängern. Zusätzlich mit den Turnrate Addons, die meiner Meinung nach die besten auf Pinhead sind, und zwar einmal den Wriggling Maggots, die 15% zusätzliche Turnrate geben und einmal 10% extra Turnrate für die Lively Crickets. Ich würde sagen, wir starten direkt schon in die erste Runde. Kommt gerne in meinen Discord-Server, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit diesem Video. Yikes, Bro. Ironworks of Misery ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Okay, da haben wir einen Survivor, da haben wir einen Survivor. Wo ist der vierte? Wahrscheinlich auch irgendwo da hinten. Die Box müsste also irgendwo hier auf der Seite sein. Wenn wir nach der Logik gehen, sie könnte theoretisch auch da hinten irgendwo auf der Seite sein, aber nope, da ist sie nicht. Turnrate? Oh, nice. Das war ein schöner Turn. Gut, das müsste die Claudette sein, oder? Ja. Wie ihr schon seht, aktuell gibt es ein Dead by Daylight Event. Ah, fuck. Da hat man gesehen, wie weit man mit der Chain, curven kann, aber da habe ich es leider nicht allzu gut benutzt. Okay, das war ja mal komplett verkackt. Auto-Aim hat mir gerade den Hit gerettet. Normalerweise hätte ich den, glaube ich, nicht mehr bekommen, aber... Oh, ja, man sieht schon, warum ich die Turnrate-Addons liebe. Die Turnrate-Addons sind wirklich Gold wert. Okay, sie guckt nach hinten. Die ist natürlich nicht stupid. Also, denkt man erstmal vielleicht. Danke, Claudette. So, da haben wir auch schon... Jemand ist hinter uns. Den ersten Haken, hoffentlich. Painless maybe? Ja, da vorne. Wie gefällt euch das Event? Wir haben hier aktuell das Halloween-Event und ja, ich muss sagen, im Vergleich zu den letzten Events, vor allem im Vergleich zu dem 2020er Halloween-Event, weil es ja wirklich einfach nur Cash-Grab hoch 10 war, muss man sagen, haben die sich dieses Mal schon echt viel Mühe gegeben mit dem Event. Es macht wirklich sehr viel Spaß irgendwie. Oh, Pogchain. Nice. Oh Gott, was? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich weiß nicht, was ich da probiert habe, aber es hat nicht funktioniert. Loopt sie gerade um... Oh nein, sie ist über mir, oder? Ja. Okay, keine Ahnung, was sie da macht. Guck einfach mal eben nach da. Die werden gerade keine Generatoren machen können wegen den Ketten. Oh, natürlich wird sie hier... Ah, bekomme ich einen Hit? Nein, das wird kein Hit. Schade. Ich werde direkt wieder runtergehen. Genau deswegen nämlich. Floods of Rage. Gut. Leider habe ich keinen Value aus... Ja, Make a Choice bekommen. Das ist aber kein Problem. Oh Mann, die gehen alle nach oben. Meine Fresse. Ich möchte nicht die Claudette irgendwie tunneln. Kann ich eh nicht, weil ich keine Ahnung habe, wo die ist. Okay, ich glaube, die ist da hinten. Die hat Unreal oder so. Oder auf the record. Gut, dann breche ich mal eben die Wand, weil ich habe das Gefühl, dass es echt notwendig ist. So, bitte einmal hier die Kette richtig platzieren. Danke. Habe ich die Wand kaputt gemacht? Ich habe die Wand kaputt gemacht. Tatsächlich. Oh, fuck you. Das war ein guter Attempt. Also, ich weiß nicht, ob ich es im Intro gesagt habe, weil ich nehme gerade... Erst das Gameplay auch, bevor ich... What the fuck? Habt ihr das gesehen? Die Kette war hier gespawnt. Also das Gateway wurde hier platziert. Aber aus irgendeinem Grund ist die Kette drin gespawnt. Warum? Was ist das für eine scheiße Behavior? Come on. Nice. Oh, hier sind zwei Survivor. Nicht nur einer. What? Okay. Das sind Premates. 100%. Ich tu mal so, als wenn ich aufheben würde. Mann, ich kann... Was? Ich kann nichts machen. Okay, ich täusche an, als wenn ich hier hingehen würde. Und jetzt muss ich mir eigentlich die Palette geben. Ja, okay. Oder halt auch nicht. Nice, das waren die Turnrate-Addons. So, jetzt muss ich was machen. Okay, nice. Und dann bekommst du auch nochmal hier einen Hit drauf. Die machen gerade keine Generatoren. Also, egal was sie gerade machen, es ist nicht günstig für sie. Oh. What? Hilfe, wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. You know what? Ich hebe jetzt auf.
Come on, come on, come on, come on. Oh, fucking hell. Nice. Da hat den... da hat die Palette Geist gebracht. So, hoffentlich kein Flipflop. Awesome. Und einmal kurz aufpassen, dass niemand hinter mir ist oder so. Sehr gut, dann breche ich eben die Palette. Nice, also wir haben eigentlich ein ganz gutes Game. Wir haben hier diese Gateways, diese Void Energy Rift. Und jedes Mal, wenn wir einen Survivor down oder festhaken, bekommen wir Void Energy. Und dementsprechend können wir dann diese Void Energy in diesen Rift einlösen. Die bekommen wir ebenso, wenn wir Pumpkins kaputt machen. Gelegentlich bekommen wir auch einen Speed Boost. Oder halt, wenn es, ja, Trick Pumpkins sind, dann bekommen wir... Oh, fuck. Gut, dann nehme ich eben dich. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Vor allein schon aus dem Grund, da hier nicht wirklich mehr irgendwas ist. Okay, keine Palette, wollte ich sagen. Dann bekommst du mal eben eine Chain ab. Und hier oben ist dann auch tatsächlich gar nichts mehr. Zeig mal dein Dead Heart. Oh, nice. Sie springt sogar runter. Muss ich das nicht mehr machen und irgendwie, I don't know, Horse Perk irgendwie riskieren. Boy over, meine ich damit. Ja, das ist irgendwie mein Lieblings-Painless, habe ich das Gefühl. Kann mir aber auch so ziemlich egal sein. Teleportiere ich da... Na, meine ich. Ich bin eigentlich gerade in so einem guten Spot. Wenn ich die Palette hier wegmache, bin ich eigentlich safe. Die Survivor hier, die... Die strugglen gerade schon genug, habe ich das Gefühl. Vor allem, weil zwei Nancys sind halt Premade. Aber ich glaube, der ist auch irgendwie Premade. Das war eine gute Chain. Der ist wieder nach hinten gerannt, aber... Ja, das bringt ihm natürlich gar nichts. Gut. Dann schaue ich mal. Kann ich hier irgendwie einen schönen Turn hinbekommen mit meinen Turnrate-Addons? Nice. Nicht nur, ja, increasen die Turnrate-Addons deine Rate, also deine maximale Turnrate, sondern sie erhöhen auch so ein bisschen die Geschwindigkeit in, ja, was für Abständen, gut, das war die andere Nancy, du die Kette steuern kannst, also drehen kannst. Sprich, du hast eine smoothere Chain. Leider, da die Possessed Chain auf Server-Ticks basiert, da vorne ist die Nancy, scheiße, ich habe vergessen, welche ich festgehakt habe. Da die Possessed Chain auf Server-Ticks basiert, kann es sein, dass wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, dementsprechend, ja, nicht so viel, ich glaube, die pinke Jane, die pinke Nancy ist, ja, die Nancy, die ich brauche. Wenn ich die bekomme, aber ich habe das Gefühl, dass das nichts wird. Ah, vielleicht. Ich habe 15 Sekunden Zeit. 1, 2, 3. Wenn sie keine Palette hier bekommt, dann sollte ich eigentlich... Nice, sie haben. So, antäuschen. Hier ist die andere Nancy. Gut, da habe ich sie hier einmal erwischt. 2, 3. Awesome. Der wollte ich gar nicht. Holy fuck. Ich hätte sogar noch einen weiteren Hit bekommen können mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dann... Oh, what? Die haben den am Haken sterben lassen? Wait. Die haben den Jake am Haken sterben lassen? Das bedeutet, die Claudette hat lieber die Box gemacht. Aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Da bekommst du nochmal eine Chain ab. Ich habe, by the way, Penel seit, ich glaube, Wochen nicht gespielt. Bedeutet, wenn ich ein bisschen eingerostet bin, dann tut... Genau, wegen sowas. Dann tut es mir leid, aber ich bin... Was willst du? Du hast kein of the record. Hast du Dead Heart? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber... Ich kann mal eben da vorne so einen Rift abholen und dich mal so ein bisschen schlagen lassen, möglicherweise als Köder. Das sollte eigentlich gehen. Ich weiß, Lugging und so ist scheiße, aber... Wenn die ganze Zeit um mich rumrennt wie so eine Obstfliege, dann was soll ich machen? Dann mache ich das auch gerne mal. Oder die hat die S. Das kann sein. Ja, genau, sie hat die S. Aber das Gute an Pinhead ist, die S bringt dir natürlich gar nichts, wenn du die Kette treffen kannst. Dude, spiel doch einfach das Spiel nochmal. Bitte. Gut, da breche ich die Chain ab. Das war... Ich tausche an. Hat funktioniert. Diese neuen Wände auf Macmillan und generell ähnliche gibt es ja jetzt auch auf Azeroth. Ja, ich bin noch nicht so wirklich sicher, was ich davon halten soll.
Schade. Ich dachte, sie wäre vielleicht da lang gelaufen. Da habt ihr gerade gesehen, wie smooth ich die Kette bewegen konnte. Holy shit, die Claudia, die macht ja aber auch Generatoren, als würde es um ihr Leben gehen. Ist sie nach da hinten gelaufen? Ja. Warte. So. Da habe ich gut abgefangen. Konnte ich gut predicten, wo sie hinlaufen würde. Die haben einen Boon hier. Oh, fuck you. Natürlich hat die Balanced Landing. Warum sollte... What? Ja, DBD ist aktuell tatsächlich ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Mit dem Update, das war mein Fehler, by the way. Mit dem Update, was reinkam, sind sehr viele Fehler. Oh, danke. Ja, dich nehme ich gerne. Sehr viele Fehler wieder ins Patch gespielt, ins Patch gespielt worden, ins Spiel gepatcht worden, what the fuck. Keine Ahnung. Jedes Mal, wenn Behavior ein Patch reinbringt, dann ist irgendwas kaputt. Oh, ja, genau. Ihr habt natürlich genau die Perks, die ihr genau in dem Moment dann braucht. So, hier ist keine Palette. What? Ihr habt das gerade gesehen, oder? Dass sie einen Hit gedodged hat, wie mit altem Deadheart. Aber sie hatte gar kein altes Deadheart oder Deadheart generell. Hat die gerade auf mich gepointet oder Pebble geworfen? Ihr seid solche Trolls, man. Ihr seid doch verrückt. So. Erstmal hier das Boon wegmachen. Oh, meine Güte. Nancy. 1, 2, 3. Ich kann gerne einen Hit auf dich nehmen. Aber dann musst du menden. Die Claudette wird sowieso gerade irgendwie an Generatoren setzen. Hat wahrscheinlich schon 3 weitere Generatoren fast fertig gemacht. Oh, das war eine Comp-Strategie. Competitive-Strategie. Oh, Turn Rate Add-ons. I love it. Fuck you. Dass sie vor der Palette so ein bisschen gesneakt ist, gecrouched ist, damit ich denke, ja, sie zieht die Palette, aber in Wirklichkeit läuft sie weiter. Dadurch kann sie mehr Distanz machen. Das habe ich ja schon mal in meinem allerersten Video auf dem Kanal erklärt, wo das auch ein Survivor gemacht hat. Witzigerweise glaube ich sogar auch eine Nancy. Oh, die Claudette ist gefährlich. Die Claudette, die gefällt mir gar nicht. Aber die Nancy, die brauche ich. Wo denkt ihr, hältst du eine Nancy auf? Da vorne ist die Claudette. Die läuft von Generator zu Generator. Okay, wo ist die? Keine Ahnung, ich laufe wieder zurück. Wenn ich die... Die Nancy ist hier. Die war oben. Da vorne ist sie, ich habe sie gesehen. Die Nancy müsste entweder da lang gehen... Oder hier lang. Die Claudette wird probieren, einen Generator durchzupressuren, aber es kann ihr natürlich... Da ist der Kree hochgeflogen. Kann ihr natürlich vergessen, wenn der Chainhand gerade aktiv ist. Und der wird aktiv sein, solange... ja. Okay, sie ist einfach nur rumgelaufen. Solange 2 Survivor oben sind. Da vorne ist sie. Gut, ich kann sie probieren, so lange aufzuhalten, wie es geht. 1, 2, 3. Nice. Okay, awesome. Da habe ich sie davon abgehalten, den Anok zu bekommen. Und das war eine sehr, sehr schlechte Chain von mir. Schade. Sie hat die Box gemacht anstatt von dem Generator, was gut für mich ist. Ja, Pre-Dropping ist natürlich das Einzige, was sie hier machen kann, so wirklich. Gut, ja, ich würde sagen, die Palette ziehe ich einfach mal weg, weil da vorne ist, da, ja, habe ich meine Kette aus Versehen abgebrochen. Hier vorne ist eine Dead Zone, basically. Oh, fuck, das hätte was sein können. Genau, sie ist Live-User. Ich war mir kurz nicht mehr sicher, ob sie Balanced Landing hatte, aber nee. Das war der andere Survivor, die andere Nancy, die gestorben ist. Bedeutet, ja, du bist tot. Die Claudette wird tendenziell die Hatch bekommen, das ist aber kein Problem. Wir haben kein Value aus, ja, Make Your Choice erhalten können. Was okay ist, weil im Endeffekt bedeutet es, da vorne ist sie. Im Endeffekt bedeutet es einfach nur, dass wir gut gespielt haben, was wir echt gemacht haben. Aber die Survivor waren jetzt auch nicht die besten, also allzu viel Credit sollte ich mir dafür jetzt auch nicht geben. Gut, schauen wir mal eben, ist da, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter gucken, vielleicht finde ich die Hatch ja. Aber die Claudette hat gut gespielt. Der hat sich ferngehalten, die hat es verdient zu entkommen. Und wird sie, glaube ich, auch. Ich habe keine Ahnung, wo die Hatch ist, bin ich ehrlich. Kann man eben so ein bisschen scouten, aber da vorne ist die Claudette. Ah, schade. Oh, wait, hab sie gehört. Hier, okay, nice.
Dann, ja, suchen wir mal eben die Claudette. Scratchmarks sind hier nicht. Bedeutet, sie wird hier wahrscheinlich regulär rumlaufen. Könnte ich mir... Boah, okay, es war ein Medkit auf dem Boden. Ah, da vorne ist die Claudette. Claudia! Oh, ich dachte, die rennt! Meine Fresse. Ich wurde outplayed, ohne outgeplayed zu werden. Ist peinlich. Ja, das war predictable. Die wurde auch irgendwie outplayed gerade. Gut, da wusste ich, dass sie nach links ziehen würde. Ich habe dieses Mal tatsächlich links gesagt und nicht rechts. Bei solchen Situationen verwechsel ich gerne mal welche Seite. Aber, ja, keine Ahnung. Oh, nice. Holy shit. Das war tatsächlich eine sehr, sehr geile Chain. Also ja, ich empfehle euch, wenn ihr fortgeschritten seid im Pinhead-Spielen, empfehle ich euch wirklich irgendwie mit diesem Addon zu spielen. Mit entweder einem dieser Addon oder... Ach komm, die weiß sowieso, dass ich probieren werde anzutäuschen. Oder mit beiden Addons. Aber ich würde euch definitiv nicht empfehlen, mit diesen Addons zu spielen, wenn ihr Pinhead noch nie vorher gespielt habt. Weil, ja, die geben euch einfach nur ein falsches Gefühl dafür, wie sich Pinhead eigentlich normalerweise spielt. Und das ist natürlich nicht so eine Sache. Aber für fortgeschrittene Pinhead-Player, wie ich es bin, ich meine ihn schon seit er rausgekommen ist, sind diese Addons wirklich eine Abwechslung und unglaublich stark. Wenn du einmal verstanden hast, was du machen kannst und was für enge 90-Grad-Turns du machen kannst oder A-Turns oder das gerade war ein C-Turn, was ich gemacht habe, dann, ja. Es ist einfach ein sehr, sehr geiles, Quality of Life Build, diese beiden Addons. Merciless Killer, nice. GG, well played. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Wenn du es nicht getan hast, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und komm gerne in den Discord-Server. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.